Willkommen zum Update, dem Up-and-Coming Vodcast. Mein Name ist Milika Gothe, ich bin Kulturvermittlerin und Festivalmacherin und ich freue mich total, heute bei diesem Update mit Malte Thompson zu sprechen. Malte, schön, dass du hier bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sozusagen auf dem Abflug schon zum nächsten Projekt und wir haben jetzt heute nochmal die Zeit, darüber zu sprechen, wie es dir ergangen ist, nachdem du 2020 den Deutschen Nachwuchsdrehbuchpreis beim Up and Coming für dein Drehbuch zu Dry Country gewonnen hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Schön, danke auch für die Einladung. Du hast Regie studiert und auch schon in dieser Zeit warst du zunehmend als Schauspieler tätig. Zum Beispiel ist mir gleich aufgefallen die Serie Druck, aber auch bei Soko Hamburg und in aller Freundschaft der Serie. Und seit deinem 19. Lebensjahr, so sagt zumindest dein Wikipedia-Eintrag, schreibst du auch selber Drehbücher. Wir werden darüber sprechen, über all das. Wir werden vor allen Dingen über Dry Country sprechen. Was seitdem passiert ist, seitdem du den Preis bekommen hast, ist ja einiges passiert. Aber als erstes würde ich dich nochmal bitten zu erzählen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Warum entscheidet man sich während seines Regiestudiums auch als Schauspieler tätig zu sein und wann findet man überhaupt dann noch die Zeit, um Drehbücher zu schreiben? Gute Frage. Zeit ist immer das, was man am wenigsten hat. Tatsächlich, witzigerweise, habe ich bei der Berufsberatung damals in der Schule Regisseur gehabt. Die meisten kriegen ja immer irgendwas komplett Komisches wie Friedhofsgärtner. Ich hatte Regie, komme aber vom Jugendtheater, wo ich dann auch zuerst gespielt habe und dann irgendwann angefangen habe zu inszenieren. Und für mich war dann der Film so der nächste Schritt, weil es irgendwie in der Arbeit noch authentischer ist und sehe mich jetzt immer als Filmemacher. Dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen mache, sage ich einfach immer, ich bin Filmemacher und habe jetzt auch da meinen Ort gefunden, wo ich bleiben möchte. Kannst du beschreiben, warum Film und warum nicht doch auch Theater? Oder hast du Theater für dich so abgeschlossen? Nee, nicht ganz. Ich glaube, dafür fehlt mir die Sprachausbildung. Film verbindet irgendwie so alles, was ich gerne mache. Also es fängt schon beim Storyboard an, wo man dann irgendwie noch zeichnen kann mit dem Bleistift. Aber diese Verbindung aus Bildern, Musik, Schauspiel, ist irgendwie genau das, was ich machen möchte. Also ich liebe es, sowohl mit Schauspielern zu arbeiten, als auch irgendwie die Bilder zu kreieren. Und wenn ich dann anfange zu schreiben, das klingt immer so romantisch, aber es ist tatsächlich so, dass die Figuren irgendwann die Geschichte übernehmen und von sich aus schreiben. Ich bin auch keiner, der irgendwie strukturiert von der Logline über das Treatment zum Drehbuch geht, sondern ich muss immer meistens schnell auf die Seite, weil da für mich alles entsteht. Und dann bin ich, glaube ich, ein sehr visueller Mensch, der sich das einfach vom Auge dann schon vorstellt und daraus dann auch das nimmt, was er schreibt. Also nicht zuerst schreibt und das dann sieht, sondern so eine Wechselbeziehung irgendwie stattfindet. Wie einfach fällt es dir dann, von Dingen loszulassen, die du im Schreibprozess schon gesehen hast, die sich dann nochmal entwickeln und verändern? Mittlerweile immer besser, muss ich sagen. Ich habe da auch eine sehr gute Produzentin und Producerin an meiner Seite gehabt, die wirklich gute Stoffarbeitung geleistet haben. Und solange es der Geschichte dient, versteht man dann auch irgendwann, wenn es die richtige Entscheidung ist. Natürlich hat man seine Babys. Ich habe auch sehr viele Figuren ermorden müssen im Prozess. Dafür kamen andere dazu. Aber man stellt dann schon fest, dass es eigentlich am Ende der Geschichte dient, wenn man es vor allen Dingen meistens abspeckt und irgendwie auf den Kern fokussiert. Du hast gerade schon deine Producerin erwähnt. Der Preis beim Up and Coming hatte ja auch eine Patenschaft noch mit dabei, neben dem Geld und neben natürlich auch der Wahrnehmung. Darüber würde ich auch gerne noch sprechen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, wäre es, glaube ich, ganz gut oder würde ich dich bitten, erzähl du uns doch bitte einmal, worum es in Dry Country geht. In Dry Country geht es um Wasserknappheit in der nahen Zukunft und darum, wie die neue Generation an Jugendlichen damit umgeht. Unsere Hauptfigur, die kein Wasser oder wenig Wasser hat und sparen muss,
der jemand kennenlernt, der im Überfluss lebt und die Konflikte, die daraus entstehen, wenn dann diese Welten miteinander kollidieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, begleiten dich diese beiden Figuren, die beiden Protagonisten, Azur und Elio, die begleiten dich schon länger, bevor es Dry Country gab. Nicht ganz, aber das Buch Dry Country ist aus einer anderen Idee entstanden. Vielleicht deshalb. Also Elio und Azur waren auf einmal da und dann bin ich ihnen gefolgt, sage ich jetzt mal. Und habe Teile von mir in ihnen irgendwann wiederentdeckt, die ich wahrscheinlich unterbewusst geschrieben habe oder entwickelt habe. Aber das Buch ist ja jetzt auch schon seit mindestens 4 Jahren im Prozess. Also da habe ich auch relativ früh dann die Produzentin Oma Engel, so heißt die Produzentin, meine Frau Goldmüller, kennengelernt. Oder ich kannte sie schon von dem Film, habe sie gefragt, ob sie sich des Projekts annimmt. Und sie begleitet die Reise auch schon seitdem. Okay, das heißt, du hattest eigentlich schon relativ früh im Prozess die Aussicht, dass da auch eine Produktion hintersteht und dich begleitet. Ja, Frauke ist auch jemand, der sich sehr stark für Nachwuchs einsetzt und dafür kämpft, dass unsere Geschichten erzählt werden. Ja, du hattest ja auch schon, als du den Preis beim Up and Coming gewonnen hast, hattest du auch schon die Förderung vom Land Schleswig-Holstein für den Drehbuchprozess, ne? Also für das Drehbuch selber. Ja. Von der jetzt neuen Filmförderung habe ich damals schon Drehbuchförderung bekommen. Aha, cool. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest du die Förderung, das heißt, die umfasste die Tatsache, dass du Geld hast, um schreiben zu können, vor allen Dingen, und das Drehbuch zu entwickeln. Ja, da gibt man ein Treatment ab und noch ein paar andere Unterlagen und dann kannst du eben in Ruhe schreiben, ohne die Geldfaust im Nacken zu haben. Wir haben nach dem Preis dann auch Projektentwicklung bekommen für das Projekt, auch noch wieder bei der neuen Filmförderung, was wir dann vor allen Dingen für das Casting verwendet haben, was ja letzten Herbst gestartet ist, für die beiden Hauptrollen erstmal. Mhm. Und das heißt, die erste Förderung für die Drehbuchentwicklung, du hast das bekommen, die finanzielle Unterstützung, dass du erstmal schreiben konntest, aber musstest am Ende dann nicht nochmal was vorweisen, was daraus geworden ist, sozusagen. Doch, ich muss das Buch abgeben. Du musstest das Buch abgeben. Das ist praktisch der Vertragsabschluss, das fertige Buch. Ja, genau. Und dann kam der Preis. Und der, was hat der für dich bedeutet? Ich habe es ja anfangs schon gesagt, da geht natürlich Geld mit einher, aber natürlich auch eine Wahrnehmung für dein Projekt, wahrscheinlich auch eine Wertschätzung. Was ist dann passiert? Wie ging es dir mit dem Preis? Was hat er dir gebracht? Also ich glaube, es ist immer einfach schön, wenn man so ein Gütesiegel drauf hat, weil es dann auf einmal so einen Wert bekommt. Und natürlich hilft es auch ich will ja auch einen Film daraus machen, ich bin ja auch Regisseur, und es hilft extrem, wenn da einfach schon so ein öffentlicher, ja, so eine Wertschätzung drauf ist in der Förderung, dann auch bestimmt für die Projektentwicklung oder um Teamleute zu bekommen. Ich habe ja dann auch einen Kameramann gefunden und hatte Gespräche mit Kameraleuten. Die haben das bestimmt auch irgendwie aufgenommen, dass der Preis, dass das Drehbuch schon mal irgendwie einen Preis bekommen hat. Und die Patenschaft hast du auch wahrgenommen. Die war mit Heidi Schwocher, ne? Genau. Wir hatten immer einen sehr schönen E-Mail-Verkehr. Es war fast wie eine Brieffreundschaft. Die ist ja auch sehr familiär, hat mich irgendwie immer sehr gut behandelt. Auch am Telefon habe ich dann oft auch mit ihrem Mann geschnackt. Und daraus ist tatsächlich auch ein Job entstanden. Ich war dann in einem Writers Room letztes Jahr, bei dem sie Head-Autorin war. Mhm. Und hatte die Möglichkeit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das war sehr schön. Mhm. Wir hatten beim letzten Update, haben wir mit Beke Rienitz gesprochen, die auch 2020 den Preis für ihr Drehbuch bekommen hat. Da haben wir auch darüber gesprochen, welche Bedeutung es hat, früh im Prozess eigentlich schon rauszugehen mit dem Stoff, mit dem Buch und Leute drauf gucken zu lassen, Feedback einzuholen. Jetzt hattest du ja schon eine recht gute Ausgangssituation, wenn ich das so raushöre, dass du schon früh mit einer Produktionsfirma in Kontakt warst, aber auch nochmal andere Stimmen hast drauf gucken lassen. Was würdest du da sagen? Was, was,
Was würdest du raten? Wie geht man mit so einem ja doch dann noch am Anfang jungen Stoff um, der sich immer weiterentwickelt, auch durch das Feedback? Ich glaube, es ist gut, wenn man so eine Handvoll Leuten hat, denen man vertraut, die auch aus der Branche kommen sollten. Es müssen nicht unbedingt alles Autoren sein oder Autorinnen, aber sie hat auf jeden Fall recht, dass man gerade als Autor oder als Autorin, glaube ich, immer sehr in seinem Kämmerchen bleibt und Angst hat, vielleicht auch das rauszugeben, weil man denkt, irgendjemand kopiert das oder es ist nicht geschützt, aber man muss das irgendwie. Ja, Produktionsfilm vorstellen, um ins Gespräch zu kommen. Möchtest du uns noch mal etwas mehr über deine Figuren, vor allen Dingen die beiden Hauptfiguren, erzählen, weil die ja schon eine wichtige Rolle einnehmen und du mir auch erzählt hattest, dass du auch auf diese Figuren, wie du sie gezeichnet hast, sehr viel Feedback auch bekommen hast, dass die Anklang gefunden haben, jetzt schon. Ja, vor allen Dingen auf die Figur von Azur. Da merke ich einfach immer wieder, dass ich damit irgendwie einen Kern getroffen habe in der Jugend von heute oder in den jungen Schauspielern, der ja eine sehr, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber er ist eine sehr ambivalente, tragische Figur eigentlich. Und diese Tiefe und vielleicht auch diese Ehrlichkeit mit dieser Tiefe ist etwas, womit sich viele identifizieren können. Und ich spüre irgendwie, ist eine Sehnsucht, dass solche Figuren erzählt werden. Nicht nur die Hauptfiguren, eigentlich alle Figuren im Film sind ja sehr offen, was sie selbst angeht als Individuum. Also diese ganzen Labels oder so, die wir jetzt noch verwenden, die existieren da gar nicht mehr. Man kann einfach man selbst sein, man muss nicht mehr sagen, ob man männlich oder weiblich ist oder welche Sexualität man hat, sondern es ist alles irgendwie fluide. Und ich glaube, da entwickeln wir uns auch gerade hin. Lass uns noch mal näher an den Stoff sozusagen rangehen. Es ist ja ein ganz interessanter Spagat, den du da machst. Zum einen sind deine Protagonistinnen, die sind jünger als du. Gleichzeitig erzählst du das in einer Zukunft, die auch in unserer Zukunft jetzt liegt. Welche erzählerischen Optionen bieten dir diese Zukunftserzählung? Und gleichzeitig, welche Schwierigkeiten kommen vielleicht mit, trotzdem eine junge Generation auch ansprechen zu wollen mit dem Film? Also durch diese Zukunftswelt hat man natürlich die Möglichkeit, wie ich es gerade schon angerissen habe, eine Welt zu erzählen, die besser ist auf gewisse gesellschaftliche Aspekte bezogen als unsere, die einfach schon wieder einen Schritt weiter im Kopf ist. Gut, klimatisch sieht es nicht so rosig aus in dem Film, aber Film hat ja immer die Möglichkeit, zum einen die Realität zu zeigen, aber eben auch ein Bild zu präsentieren, wie es vielleicht sein könnte. Und ja, was die Jugend betrifft, bin ich einfach jemand, ich glaube, ich habe einfach erstmal einen sehr großen Bezug zu Coming-of-Age-Geschichten und Young-Adult-Geschichten, weil ich finde, da sind die Menschen eben in der Phase, wo sie sich entwickeln, da hat man irgendwie auch die Möglichkeit, was zu formen und vielleicht einen Anstoß zu setzen. Und ich habe das Gefühl, dass immer noch jungen Leuten zu wenig vertraut wird und die nicht ernst genommen werden. Wir denken immer noch, dass wir immer von den Alten lernen müssen, aber es müsste eigentlich auch da eine Wechselbeziehung stattfinden, dass wir genauso von den Jungen lernen. Und ich muss mir zum Beispiel immer wieder anhören, wie albern es ist, dass ich mich mit Sachen wie TikTok beschäftige. Aber das ist nun mal die Plattform, wo man die Generation versteht. Und wenn ich für die jungen Generationen weiterhin schreiben möchte, dann bringt es nichts, die Jugend im Kopf zu haben, mit der ich aufgewachsen bin, sondern ich muss natürlich auch mich mit der neuen Jugend auseinandersetzen. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen. Was trauen wir jungen Leuten zu oder was können wir auch von ihnen lernen, auch übertragen auf das Nachwuchsschaffen im Filmbereich? Also auf dich, auf deine Kollegen und Kolleginnen da. Was wünschst du dir da auch jetzt nach den Erfahrungen, die du gemacht hast mit der Entwicklung von Dry Country? Habe ich ja schon bei dem Preis so ein bisschen gesagt, dass irgendwie alles immer dann Wert bekommt, wenn es so ein Gütesiegel hat, wenn es Festivals lief oder wenn es Preise bekommen hat oder wenn es irgendwie in den Medien war oder verkaufsstark war. Aber das heißt ja nicht, dass andere Sachen dadurch schlechter sind, nur weil sie noch nicht diese Wertschätzung hatten.
Und wir müssen, glaube ich, mehr Zeit investieren in die Förderung und in die Entwicklung, aber das ist ja auch wieder mit Geld verbunden. Dieses Geld müssen wir bereit sein zu investieren, weil es sich hinten raus wieder lohnt. Vertrauen schenken in junge Leute, dass die interessante Geschichten haben, die ja auch gehört werden wollen oder gesehen werden wollen. Wir müssen es halt nur jetzt liefern und dafür müssen wir Chancen geben. Das heißt nicht, dass jetzt alle älteren Autoren nicht mehr schreiben dürfen, aber man muss halt mehr ja, in die Kommunikation gehen. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass ein junger Autor eine Idee hat für eine Serie, aber einfach noch nicht die Erfahrung hat, das umzusetzen. Dann hilft es vielleicht, einen älteren Head-Autor oder Head-Autorin zu nehmen an die Seite und dann gemeinsam so ein Projekt zu entwickeln. Aber diese Trennung, die einfach ja in allen Bereichen der Gesellschaft immer herrscht, die müssen wir irgendwie auflockern. Machst du auch die Erfahrung, dass es dann so einen Pott gibt, hier ist jetzt für Nachwuchs und aus dem Pott kannst du dich bedienen und hier sind deine Chancen gegeben und dann kommst, wächst du in deiner Erfahrung, in deinem Werdegang und dann kommst du in den nächsten Pott sozusagen und dass das durchmischt werden müsste? Ja, also ich meine, ich verstehe auch, dass ich jetzt noch nicht einen 5-Millionen-Film drehen kann. Ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass man da hinwachsen muss. Ich glaube einfach, junge Leute ernst nehmen und zuhören und dann gemeinsam Film machen. Gemeinsam Film machen. Sehr schön. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Einblicke. Und wünsche dir jetzt total viel Erfolg erstmal bei deinem Kurzfilmdreh, der jetzt kurz bevorsteht. Du bist, wie ich anfangs sagte, sozusagen abflugbereit jetzt, um den Kurzfilm zu drehen. Viel Erfolg dafür und natürlich auch für Dry Country und alles, was noch so kommt. Vielen Dank.